Herzlich willkommen beim ersten von 5 Videos, mit denen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der digitalen Lernausgangslage in der 7. Jahrgangsstufe führen. In diesem Video zeigen wir Ihnen alle nötigen Vorbereitungen im ISQ-Portal. Wir führen Sie von der Anmeldung im ISQ-Portal über das Anlegen von Klassen- und Stammdaten bis hin zur Anmeldung im Online-Testportal. Das Instrument DigiLeL 7 steht Ihnen das gesamte Schuljahr zur Verfügung und startet im ISQ-Portal wenige Wochen vor dem Schuljahresstart. Den ersten Schritt muss die Schulleitung machen und sich mit Ihrem 8-stelligen Schulleitungspasswort im ISQ-Portal einloggen. Klicken Sie dann bitte auf das Projekt Lernausgangslage 7 und bestätigen Sie die Schuldaten. Nachdem die Schuldaten bestätigt wurden, wird automatisch ein 6-stelliges Projektpasswort generiert, welches Sie links im gleichnamigen Reiter finden. Dieses Projektpasswort kann dann an die Lehrkräfte weitergegeben werden und ermöglicht alle weiteren Schritte. Alle Lehrkräfte einer Schule verwenden das gleiche Projektpasswort. Als Lehrkraft können Sie sich mit Ihrer Schulnummer und dem Projektpasswort im ISQ-Portal anmelden und gelangen direkt ins richtige Projekt. Hier können Sie nun Ihre benötigten Klassen anlegen. Das Anlegen der Klassen ist über den gesamten Projektzeitraum möglich. Klicken Sie hierzu oben rechts auf Klasse anlegen. Wählen Sie einen Namen für Ihre Klasse aus und die Anzahl Ihrer Schülerinnen und Schüler. Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, müssen Sie nur noch die Stammdaten bestätigen. Das tun Sie, indem Sie auf das Stiftsymbol neben Ihrer Klasse klicken und dann oben links auf den roten Button Stammdaten abschließen. Im Normalfall sind keine weiteren Schritte oder Anpassungen nötig. Sie können diese Schritte beliebig oft wiederholen, bis all Ihre Klassen vorhanden sind. Hierzu einige Hinweise. Wir speichern aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Stammdaten wie Geschlecht, Alter oder Name der Schülerinnen und Schüler ab. Die Zuordnung funktioniert ausschließlich über die Nummer. Wir empfehlen Ihnen daher, eine feste Reihenfolge zu verwenden, die Sie hinterher wieder leicht zuordnen können, beispielsweise eine Klassenliste oder Ähnliches. Sollten Sie diese Zuordnung verlieren oder vergessen, ist eine spätere Zuordnung der Ergebnisse zu Ihren Lernenden nicht mehr möglich. In Brandenburg ist auch ein Import über Webschule möglich. Dadurch, dass keine Stammdaten erhoben werden, ist dieser standardmäßig nicht mehr vorgesehen, da er etwas aufwendiger ist. Sollten Sie dennoch einen Webschule-Import nutzen wollen, finden Sie in der Infobox einen Link zur ausführlicheren Anleitung, in der auch dieser Schritt beschrieben ist. Auch wenn wir immer vom Klassen sprechen, ist es rein technisch nicht nötig, dass es sich um eine echte Klasse handelt. Wenn Sie beispielsweise die Fremdsprachen in gemischten Klassen unterrichten, können Sie gerne eine zusätzliche Klasse anlegen, die diese Lerngruppe abbildet. Bitte benennen Sie insbesondere solche Klassen eindeutig, sodass auch andere Lehrkräfte Ihrer Schule diese Lerngruppe klar zuordnen können, beispielsweise Englischkurs 7a und b gemischt. Während des gesamten Projektzeitraums können Sie für bestehende Klassen Testhefte hinzufügen. Klicken Sie dazu auf Testheft hinzufügen und wählen Sie aus den verfügbaren Testheften die aus, die Sie mit Ihrer Klasse zeitnah durchführen möchten. Bedenken Sie, dass dieser Schritt mehrfach wiederholbar ist. Es ist also nicht nötig, jetzt alle Module auszuwählen, die Sie im Laufe des Projektzeitraums durchführen möchten. Nur die, die Sie in nächster Zeit durchführen möchten. Hier sehen Sie auch einige Kurzinformationen zu den Testheften, beispielsweise ob Kopfhörer benötigt werden oder Ähnliches. Dazu gleich mehr. Nach einem Klick auf Speichern finden Sie das Testheft, wenn Sie auf den Pfeil neben Ihre Klasse klicken. Hier sehen Sie alle Testhefte, die Ihrer Klasse zugeordnet sind, sowie einige Kurzinformationen. Bitte beachten Sie, dass Testhefte unterschiedliche Anforderungen haben. Beispielsweise beinhalten einige Testhefte Audio- oder Videoinhalte, andere jedoch nicht. Folgende Kurzinformationen werden Ihnen hier angezeigt. Online oder Hybrid. Die meisten der Module sind rein digital. Einige Module haben allerdings einen Papieranteil. Wenn Sie ein solches Modul auswählen, überprüfen Sie bitte, ob Sie weiteres Material benötigen und informieren Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, dass Sie Papier und Stift benötigen werden. Infos zu Kopfhörern. Einige Module beinhalten Audio- oder Videodateien, sodass für das individuelle Abspielen Kopfhörer benötigt werden. Bei Audiodateien empfehlen wir das individuelle Abspielen, bei Videodateien dagegen ist das zentrale Abspielen Standard. Das heißt, hier müssen Sie das Video vorher runterladen und der Klasse gemeinsam vorspielen. Wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, beispielsweise Kopfhörer und genügend Internet, können Sie aber auch für das Video das individuelle Abspielen aktivieren. Mehr dazu im zweiten Video dieser Videoreihe. Das letzte Icon informiert Sie über die Art der Korrektur.
Viele der Module können sofort nach Durchführung abgeschlossen werden. Einige benötigen jedoch für einzelne Aufgaben noch eine manuelle Korrektur durch die Lehrkraft. Nun haben Sie alle notwendigen Schritte zur Vorbereitung im ISQ-Portal abgeschlossen und sehen oben den roten Button Anmelden Online-Testportal. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen die Weiterleitung zum Online-Testportal und welche Vorbereitungen dort vorgenommen werden können. Außerdem erläutern wir Ihnen, wo Sie die Codelisten finden und wie Sie die technischen Voraussetzungen prüfen können.